Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts stelle ich dir die Versteckdose vor. Jeder Nutzer von Philips Hue-Leuchtmitteln kennt das Problem. Die Leuchtmittel müssen alle mit Spannung versorgt sein, damit sie zu jeder Zeit funktionieren. In der Regel geschieht das über einen ganz normalen Lichtschalter an der Wand, der dementsprechend dauerhaft eingeschaltet sein muss. Wenn es dann doch mal Besuch kommt oder die Kinder das Licht schalten wollen, wird es in der Regel ausgeschaltet, was dazu führt, dass die Philips Hue-Leuchtmittel nicht mehr funktionieren. Das ist nicht schön und dementsprechend gibt es in vielen Foren und Communities die wildesten Möglichkeiten, um einen Schalter zu überbrücken, spannungsfrei zu schalten. Häufig eher mehr schlecht als recht und nicht nach den Regeln der Technik. TCS hat sich jetzt mit ihrer Versteckdose eine Lösung ausgedacht, den bestehenden Schalter so umzubauen oder so umzufunktionieren, dass die Leuchtmittel dauerhaft Spannung erhalten und das Loch in der Wand noch einen zweiten Nutzen hat, nämlich mit einer Steckdose. So, die Versteckdose haben wir jetzt schon mal in die Wand anstelle des vorhandenen Schalters eingebaut und können sie jetzt ganz regulär wie jede andere Steckdose auch nutzen. Bitte beachte, dass wir dir hier keine detaillierte Einbauanleitung geben können. Wenn du dich nicht selbst mit der Elektrotechnik auskennst, frag bitte jemanden, wie es funktioniert, bevor du irgendwie noch zu Schaden kommst. Die Bedienung der Versteckdose ist ganz einfach. Ich kann das Oberteil durch leichtes Drücken vor die Steckdose runterschieben und durch einen leichten Druck auf das Oberteil fährt die Steckdosenabdeckung nach oben. Die beiden Wippen können, wie jeder andere Friends of Hue-Schalter auch, ganz einfach über die App parametriert werden und können somit an jedes vorhandene Hue-Leuchtmittel angebunden werden. Wenn du Fragen hast zum Produkt, wenn du Fragen hast zu weiteren Hue-Produkten, komm gerne auf uns zu, schreib uns oder ruf uns einfach an.